Scheiße! Ja! Liebe Zuschauer, sehr geehrte Filmschaffende, liebe Kolleginnen, werte Kollegen. Leider kann ich heute aufgrund einer persönlichen Verpflichtung nicht bei Ihnen sein. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich auf diese Weise ein paar persönliche Worte an Sie richte. Liebe Kolleginnen Sandra Czerwik und Jolanta Wapichowski, werte Kollegen Reinhard Schwabenitzki, Michael Fischer, Erwin Leder, Christian Spatzek, Reinhard Nowak und Stefan Kaiser, meine Hochachtung, dass Sie alle dem BSL Kurzfilmfestival als Jurymitglieder zur Verfügung standen und sich auch bereit erklärt haben, hier und heute die Preise zu überreichen. Ich grüße Sie sehr herzlich. Sehr geehrte Filmschaffende, ich wünsche Ihnen mit Ihren Filmen alles Gute und viel, viel Erfolg. Auch wenn der eine oder andere ohne Preis die Heimreise antreten muss, so ist bereits die Nominierung der Jury, also die Official Selection, für die Bespielung auf diesem Kurzfilmfestival eine Auszeichnung, auf die Sie wirklich stolz sein können. Liebes Publikum, das Team rund um Veranstalter Robert Auer hat sich in den vergangenen 10 Monaten größte Mühe gegeben, Ihnen heute ein paar schöne Stunden zu bereiten. Demzufolge wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung bei dem nunmehr folgenden Programm und übergebe jetzt an den Moderator des Abends, Clemens Eisenberger. In diesem Sinne, herzlichst, Ihr Frank Hoffmann. Frank Hoffmann. Liebes Publikum, herzlich willkommen zum BSL Kurzfilmfestival. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, hier im ältesten Kino Österreichs und im ältesten dauernd bespielten Kino der Welt, den Breitenseer Lichtspiele. Mein Name ist Clemens Eisenberger. Ich habe die Ehre, Sie heute durch den Nachmittag zu führen. Durch ein Programm mit hervorragenden deutschsprachigen Kurzfilmen und zahlreichen Stargästen, die ich im Laufe des Nachmittags hier auf der Bühne begrüßen darf. Sie sehen heute 17 Kurzfilme, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten Ihre Stimme für den Publikumspreis geben können. Denn während die Preisträger der Jurypreise bereits feststehen, wählen Sie, das Publikum, heute die beliebtesten Filme des Festivals. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen allerdings noch kurz den Ablauf des Festivals erklären. Zu Beginn sehen Sie den ersten 85-minütigen Kurzfilmblock mit den ersten 8 Filmen. Im Anschluss daran machen wir eine 15-minütige Pause und nach der Pause erfolgt die Preisverleihung für das beste eingereichte Musikvideo.
Danach sehen Sie die anderen neuen Filme des heutigen Tages mit einer Laufzeit von insgesamt 91 Minuten. Gleich im Anschluss folgt die Abstimmung für den Publikumspreis. Sie haben beim Eintritt einen Stimmzettel mit allen Filmen des Festivals bekommen und auf diesem bitten wir Sie dann, Ihren Favoriten anzukreuzen und diesen dann von unserer Festivalkoordinatorin Monika absammeln zu lassen. Danach findet dann die zweite Pause statt und im Anschluss daran sehen Sie den Live-Auftritt des Wiener Musikers Machacek, der einen Song extra für das BSL Kurzfilmfestival komponiert hat. Und während sich unsere Festivalkoordinatorin die Auszählung der Stimmen für den Publikumspreis kümmert, stelle ich Ihnen dann alle Jurymitglieder vor. Und als Abschluss des Festivals können Sie sich dann auf die Preisverleihung mit der Bekanntgabe aller Gewinner der Jury- und Publikumspreise freuen. Ich bitte Sie jetzt, falls das heute noch nicht passiert ist, jetzt Ihre Handys auf lautlos zu schalten und übergebe das Wort an den Mann, der das heutige Festival überhaupt möglich gemacht hat. Ich freue mich ganz besonders, jetzt hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen, Veranstalter und Intendant Robert Auer. Sehr herzlich bedanken für Ihr Kommen. Es ist nicht selbstverständlich, Ihr Interesse für ein Kurzfilmfestival kleiner Art. Klein im Sinne von ein Kino, ein Tag, erstmalig, aber nicht klein im Geiste. Wir haben hier eine Benefizveranstaltung unter dem Motto Erhaltet die BSL, also rettet die beiden Serienspiele. Es ist wirklich das älteste Kino Österreichs und das vermutlich älteste bespielte Kino der Welt. Sie kommen teilweise von weit her, aus Kiel, Deutschland, eine Besucherin, aus Berlin, aus dem westlichsten Bundesland Österreichs, aus Vorarlberg. Ich stehe hier wirklich demütig dankbar, dass Sie die Reise auf sich genommen haben und ich danke Ihnen auch, dass Sie eben dieses Motto auch hier mit Ihrem Besuch unterstützen. Die Idee des Festivals schwirrt mir schon lange im Kopf herum, eben um Filmschaffenden die Möglichkeit zu geben, ihre Werke auf großer Leinwand öffentlich präsentieren zu können. Als wir hier mit dem Auer den Trailer, den Sie soeben gesehen haben, den ersten österreichischen Boxfilm Weltpremiere hatten, wusste ich sofort, wir müssen das hier in diesem Kino machen. Die Zustände habe ich hier gesehen, nicht die feinsten, das Kino gehört gerettet. Es ist ein Stück Wiener und österreichischer Kinokultur. Ich weiß, Sie sehen hier, der Moderator Clemens Eisenberger ist nicht nur einer der besten Österreichs, sondern auch einer der strengsten. Er hat mir hier als Veranstalter 2 Minuten Redepause gegeben, daher muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich glaube, die 2 Minuten sind schon fast rum. Ich darf noch ganz kurz ein Jury-Statement an Sie verlesen, welches mir Erwin Leder persönlich überreicht hat. Und zwar betrifft es die hier heute gezeigten 17 Filme. Das Programm wird tragisch, lustig, blutig und musikalisch. Vor allem aber unterhaltsam. Die Jury hat aus 206 Einreichungen ihre 17 Favoriten gekürt. Von Werwolf Kühn über die Anstrengungen eines Familienurlaubes bis hin zum Amoklauf und Integrationsdrama ist die Programmvielfalt breit gefächert. Die zahlreich eingereichten Filme sind ein starkes Qualitätssignal aus der Filmlandschaft im deutschsprachigen Raum. Und also wenn das kein Kompliment ist von der höchstkarätigen Jury, die Österreich jeweils bei einem Festival zu bieten hatte, Applaus! So, und es bleibt nichts anderes zu tun, als Ihnen auch viel Vergnügen mit dem heutigen Programm zu wünschen und bedanke mich noch einmal ganz sehr herzlich beim Moderator dieses Events, der nicht ganz gesund hier trotzdem heute uns durch den Abend führen wird. Dankeschön. Ja, einen großen Applaus für den Mann, der das BSL Kurzfilmfestival überhaupt erst möglich gemacht hat. Vielen Dank an Robert Auer. Aber jetzt ist es soweit. Wir zeigen Ihnen jetzt den ersten von 2 Filmblöcken. Sie sehen 8 Filme mit einer Gesamtdauer von 85 Minuten. Und wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen. Einen riesengroßen Applaus für die Filmschaffenden der ersten 8 Filme des Festivals.
machen jetzt 15 Minuten Pause und werden dafür beide Eingänge öffnen, um wieder frische Luft reinzukriegen. Wir bitten Sie aber trotzdem, den Saal ausschließlich durch den Haupteingang zu verlassen. Und nach der Pause sehen wir uns dann wieder mit der Verleihung für den Preis des besten eingereichten Musikvideos und natürlich mit dem nächsten Spieler des Festivals. Bis gleich! Willkommen zurück zum zweiten Teil des BSL Kurzfilmfestivals. Wir kommen jetzt sogar schon zur ersten Preisverleihung des heutigen Nachmittags. Sie sehen jetzt das beste eingereichte Musikvideo. Viel Spaß! Musikvideo und den Preis überreicht jetzt Intendant Robert Auer. Meine Damen und Herren, der Sonderpreis der Intendanz für das beste Musikvideo BSL Kurzfilmfestival 2018 geht an Bar of Stella featuring Muddy Waters, Soul Fever Blues, directed by Alexei Stigalov. Darf ich den Regisseur auf die Bühne bitten? Der Sonderpreis der Intendanz geht an ein ganz besonderes Musikvideo, das in ausdrucksstarken Bildern zwei grandiose Tänzer einfängt und dabei gekonnt mit Licht, Fluchten und Perspektiven spielt. Die bewegte Kamera fängt Bilder tanzend ein und die ungewöhnlichen und gut ausgewählten Locations verleihen dem Film eine herausragende Ästhetik. Das Video spielt nicht nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und übersetzt das Tempo des Songs dabei perfekt in bewegte Bilder, sondern setzt auch gekonnt den sogenannten Grindhouse-Look ein, welcher dem Musikvideo einen effektiven Retro-Charme verleiht. Ich gratuliere. Und ich darf jetzt das Wort dem Regisseur geben. Bitte, Alexei. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr seid hierher gekommen und natürlich für die Wahl von Jury. Das war für mich eine Überraschung und
ja, ich bemühe mich immer ein bisschen anders wie auf Nummer sicher zu gehen, sondern eher was Ungewöhnliches zu machen. Und mit dem Video habe ich versucht, einfach das Leben von zwei Personen zu porträtieren, ein bisschen in meiner Art und Weise. Und mit dem Video habe ich schon auch in diesem Jahr andere Preise gewonnen, was für mich auch total überraschend war. Und das ist bereits drittes Mal. Also ich habe letztes Jahr auch ein Video für Paros Verlag gemacht und kennengelernt haben wir bei dem Projekt für Pink Ribbon, Breast Cancer, also Brustkrebs-Kampagne, die ich 2016 gedreht habe. Ja, vielen Dank und noch schöne Zeit. Hallo! Hallo! Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt den zweiten Film mit den letzten 9 Filmen des heutigen Nachmittags. Dieser dauert genau 91 Minuten und danach machen wir die zweite Pause. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Großen Applaus für die Leute, die diese Filme möglich gemacht haben und die sich und die teilweise auch einen wirklich weiten Weg auf sich genommen haben, um heute persönlich bei uns im Festival zu sein. Großen Applaus für euch und Sie haben jetzt alle 17 Filme des heutigen Tages gesehen. Das heißt, es wird Zeit, amtlich zu werden. Sie haben beim Eingang eine Stimmzettel bekommen und bei dem bitte ich Sie jetzt, den Ihrer Meinung nach besten Film des Festivals zu kennzeichnen. Sie können ihn ankreuzen, einringeln, abhackern, ein Smiley dazu zeichnen, ganz egal. Wichtig ist nur, Sie dürfen nur einen einzigen Film auswählen und dieser muss ganz eindeutig erkennbar sein. Die Kugelschreiber, die Sie beim Eingang bekommen haben, die sind ein Geschenk, die können Sie gerne mitnehmen. Und was wirklich cool wäre, wenn Sie abgestimmt haben, dass Sie die Zettel in Richtung Gang weitergeben, weil unsere Festivalkoordinatorin Monika wird jetzt dann gleich durchgehen und wird die Stimmzettel entgegennehmen. Währenddessen darf ich allerdings noch einmal jemanden hier auf der Bühne begrüßen, und zwar den Macher unseres Action-Trailers, den Sie ganz am Anfang von diesem Festival gesehen haben. Ich bitte Sie, wie das möglich ist mit Stimmzettel und Kugelschreiber in der Hand, das muss jeder für sich selber entscheiden, um einen großen Applaus für Martial Artist Mustafa Aini. Vielen Dank, Clemens. Ist meine Ehre, hier zu sein. Vielen Dank auch an Robert Auer und an alle, die hier sind. Und es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu stehen. Das, was ich hier erreicht habe und wo ich jetzt bin, war harte und lange Arbeit. Vor allem dadurch, dass ich keine Kontakte hatte, keine Verknüpfung und auch keine Unterstützung seitens des Staates oder sonstige Förderungen. Und ich war im Alleinweg unterwegs in diese Richtung, vor allem in der Filmbranche. Ich studiere selbst Maschinenbau an der TU Wien, sprich, also ich bin gar nicht eigentlich aus der Filmlandschaft. Nebst dem mache ich sehr lange schon Kampfsport, circa 15 Jahre. Vor circa 7 Jahren habe ich dann angefangen, mich mit den Filmen zu befassen. Hat versucht, die Materie zu verstehen, hat versucht, die österreichische Filmgeschichte ein bisschen besser und klarer zu verstehen.
und habe gesehen, okay, es ist ein harter Weg, aber den muss ich gehen. Ich habe Flugträge gehabt nach Deutschland, nach Asien. Ich habe mir doch gedacht, okay, ich bin hier aufgewachsen, ursprünglich komme ich nicht aus Afghanistan. Ich bin hier aufgewachsen, also sollte ich hier auch den Durchbruch schaffen in Österreich. Und jetzt, wo ich da stehe, kann ich sagen, ich bin stolz, hier dabei zu sein. Nochmals herzlichen Dank für Herrn Auer, der das alles auch möglich gemacht hat, dass ich jetzt hier vor euch stehen kann und mich vorstellen darf als Stuntman und Choreografer. Und ich sage auch, als einer der wenigen und vielleicht sogar der einzige in Österreich, der dementsprechend auf so einem Niveau, auf so einem Leistungsniveau Kampfszenen bzw. solche Action-Szenen drehen kann. In Deutschland gibt es sehr viele Vorbilder für mich. Ein großes Vorbild natürlich in Asien, Jackie Chan, muss ich dazu sagen. Und ich hoffe, dass ich auch den Status irgendwann erreichen werde, irgendwann der Austrian Jackie Chan genannt zu werden. Danke. Vielen Dank an Mustafa Aini. Wir machen jetzt unsere zweite und letzte Pause. In 15 Minuten sehen wir uns dann wieder hier auf der Bühne. Einerseits zur Vorstellung der Jurymitglieder und andererseits dann zur großen Preisverleihung. Bis gleich. Jetzt zum dritten und letzten Teil des BSL Kurzfilmfestivals. Unsere prominente Jury ist jetzt im Saal. Einen großen Applaus einmal für unsere Jurymitglieder. Applaus.
Aber bevor ich alle einzeln hier auf der Bühne begrüßen darf, haben wir noch eines der Highlights des heutigen Nachmittags. Der Wiener Musiker Machacek hat nämlich extra für das BSL Kurzfilmfestival einen Song komponiert. Und den werden wir jetzt als Weltpremiere live hören. Meine Damen und Herren, Bühne frei für Machacek. Meine Regierung, ich wusste bis vor einer Stunde nicht, ob es eine Verstärkeranlage gibt. Deswegen habe ich für das Lied, damit es rüberkommt, die 3L der Akustik angewandt und das Lied dementsprechend laut, langsam und leibend gemacht. Aber jetzt haben wir eine Anlage, ich hoffe es passt, vom Sound ein bisschen dumpf klinge ich für mich selber, aber werde ich ein bisschen ein Glöckerl anstupsen im Hals. Meine Mama spricht, spül nicht mit Licht, aber ich folg ihr heute nicht. Mein Vater sagt, trag kein Film, du sollst was hacken und nicht spülen. Aber ich schleich mich aus dem Haus, weil heute ist nimmer aus. Because the place to be for who is who ist heute auf jeden Fall. Das Breitenseer Lichtspiel, Kurzfilmfestival. Und ich geh nach Breitensee. Patent wir nie und auch das Publikum trat sie noch sich selber um und sagt, the place to be for who is who ist heute auf jeden Fall das Breitenseer Lichtspiel kurz im Festival. The place to be for who is who ist heute auf jeden Fall das Breitenseer Lichtspiel kurz Herr Machacek, Sie haben diesen Song für das Festival komplett unentgeltlich komponiert. Warum? Über Geld haben wir jetzt gar nicht geredet, aber es wird ja gespendet für hier, damit das Kino hier weiterleben soll und darf. Und das ist auch mir ein Anliegen, weil ich es mag und weil die Kinoatmosphäre mir am Herzen liegt. Und genau diese Kinoatmosphäre hier, also wo man noch spürt, dass man im Kino sitzt und nachher froh ist, wenn man wieder aufstehen darf.
Ihre genauen Tourdaten sind auf der Homepage www.dermacherjack.at ersichtlich. Sie haben zum Beispiel genau gleich morgen einen Auftritt im Kabarett Idermeier. Möchten Sie uns schon was über Ihre nächsten Projekte verraten? Es sind viele, aber Kino spielt da schon eine Rolle, wenn es sein soll. Also ich mag das Filmen, ich mache auch gerne Musikvideos zu den eigenen Liedern. Das ist jetzt ein Sommerprojekt. Und Lieder, immer wieder. Super, vielen Dank. Noch einmal einen großen Applaus für Macherjack. Liebes Publikum, unsere Festivalkoordinatorin Monika sitzt draußen und ist damit beschäftigt, die Stimmen fürs Publikumsvoting auszuzählen. Und die Zeit möchte ich nutzen, um Ihnen unsere prominente Jury vorzustellen. Aber bevor wir damit anfangen können, muss ich zuerst einmal Erin Lieber auf die Bühne bitten. Hallo, grüß euch. Ja, es ist eine traurige Aufgabe, Ihnen, euch bekannt zu geben, dass eins unserer Jurymitglieder leider nicht mehr am Leben ist. Es ist mein Freund Michael Fischer, den in Österreich als Regisseur wohl sehr wenige gekannt haben, vielleicht einige Filmfreaks. Michael war ein fantastischer, offenherziger, freundlicher Mensch. Sehr zugänglich für alle und jeden und sehr, sehr angenehm. Auch angenehm mit ihm zu arbeiten, er war mein Textcoach für englischsprachige Filme. Michael war aus Wien, ist in Wien geboren, 1952 und hatte vor einem Monat seinen 66. Geburtstag, hatte ein schweres Leiden, von dem er natürlich wusste und trotzdem kam sein Tod für uns alle, die wir ihn kannten, sehr plötzlich und sehr, sehr überraschend. Und er wird uns halt fehlen, das kann ich sagen. Ich möchte aber dennoch ein paar Filme erwähnen von seinen Filmen, die er gemacht hat und die in Österreich leider noch niemand kennt. Ich denke, das wird sich, wie es halt immer in Wien der Fall ist, nach dem Tod werden die Leute bei uns bekannt. Einige seiner ganz tollen Filme erwähnen aus dem Jahr 89. My Mom Was a Werewolf, Death Spa, Crack House und Witch Bitch. Wobei Crack House einer der Favoritenfilme von Quentin Tarantino ist. Seine Karriere begann im Wesentlichen mit einem Film von Robert Donhill, Echo Park, den sicherlich viele von euch kennen. Und damals hat er 1985 Tuchfühlung aufgenommen mit vielen Produzenten eben in Hollywood durch den Robert und hat im Jahr 89 seine ersten Spielfilme gedreht. Sein Genre war das Horrorfilm-Genre und hat dann selbst auch produziert, zum Beispiel Delta Heat oder Mascara Diablo oder Roma Sub Rosa. Seine letzten Filme waren Rice Girl, für den er auch eine Auszeichnung am New York Independent Film Festival bekam als Best Feature Film. Und White Screech ist auch so einer. Es gibt einen Film, den er in Österreich hergestellt hat, Hauptab, der ist eben fertiggestellt worden und ist aber noch nicht. Michael war ein Mensch, der zugänglich war, der immer freundlich war, immer einen ganz feinen, liebenswerten Humor hatte. Und es ist mir völlig unverständlich, wie das hat geschehen können. So überraschend. Auf jeden Fall bin ich überzeugt davon, er war gerne dabei, er hat alles mitbewertet, hat sich sehr gefreut auf diesen Tag. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn etwas überbleibt von uns, das ist hier, wenn die Möglichkeit da ist, auf der Erde weiterzuzeigen und hier bei uns bleibt. Jetzt ist er halt in einem Land, das jenseits des Verstandes und des Denkbaren, des Bedingten liegt, in einem Land anderer Bedingungen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Weg und
eine wunderbare Art zu sein, wie er wirklich ist, ohne unser kleines fleischliches Gefängnis. Ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit. Unglaublich tragisch und auch von mir herzliches Beileid an Freunde, Familie und alle im Namen vom Festival. Wir wollen jetzt weitermachen mit der Vorstellung der Jurymitglieder, die ebenfalls alle Filme gesichtet haben, bewertet haben und hoffentlich, bis sie auf der Bühne sind, schrumpfen werden. Das wird nichts mehr. Nein, der erste, den ich jetzt vorstellen möchte, ist gleich bei mir, aber zuerst sehen wir oder werden wir beworfen, noch mit einem kurzen Spieler. Bis gleich, und ich repariere dann dazwischen. Stefan Kaiser. Freut mich, alles entgegen. Herr Kaiser, Sie waren in dem Remake des bekannten Splatterfilms Blood Feast, dessen schmackigen Trailer wir gerade gesehen haben, beteiligt. Was können Sie uns über die Produktion des Films erzählen? Also zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich überhaupt heute hier sein darf und auch ein Teil dieser sehr hochkarätigen Jury sein darf. Es ist natürlich eine besondere Ehre, dieses Benefizfestival zu unterstützen. Und dementsprechend bedanke ich mich auch bei Robert Auer, der meine Expertise auch mit eingebaut hat. Wie du schon erwähnt hast, ich war dabei bei Blood Feast. Das ist nicht mein Film, aber ich habe für die Hintergrundinfos, für das Bonusmaterial, für die DVD und für die Blu-ray mitgearbeitet. Und es ist natürlich wie so oft im Filmgeschäft Geschmackssache, ob Horrorfilme gefallen oder nicht. Es war auf alle Fälle sehr spannend, dabei zu sein, weil man es sehr unterschätzt, was eigentlich Filme bedeuten oder sie zu machen, eigentlich was das bedeutet. Denn wir haben auch heute sehr viele Filme gesehen und ob jetzt der Film gefällt oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Arbeit steckt dahinter und man kann nur einen Einblick in das gewinnen, wenn man eigentlich selbst dabei ist. Und deswegen auch von meiner Seite her einen großen Respekt an alle, die die Filme eingeschickt haben, weil es wirklich eine sehr tolle Arbeit ist und ein unglaubliche Leidenschaft dahinter stecken muss, so zu arbeiten. Das ist ja auch bei Ihnen der Fall, weil Sie nicht nur, dass Sie am Bonusmaterial von der DVD und Blu-ray zu Blood Feast arbeiten, Sie verfassen auch regelmäßig Texte für Sonderverpackungen, für Sammlerveröffentlichungen von Filmen, die sogenannten Booklets. Und da würde mich interessieren, was eigentlich das Spannendste ist, was Sie im Rahmen dieser Arbeit bis jetzt erfahren haben und natürlich auch, was Ihre nächsten Projekte sind. Prinzipiell ist es sehr spannend, weil die Aufgabe vielfältig ist. Man kann mit Schauspielern, Regisseuren, Drehbuchautoren direkt in Kontakt treten und über die Hintergrundinfos natürlich dementsprechend fachsimpeln. Einer der interessantesten Erlebnisse, die ich hatte, war auf alle Fälle ein gemeinsamer Audiokommentar mit Alexander Wachter, als wir in der Rosenburg gemeinsam für einen Film die Audiokommentare aufgenommen haben. Hat mich ein bisschen in die Welt des Theaters auch einblicken lassen, das war sehr spannend. Muss man sich halt dann auf der DVD, das war ein Horrorfilm aus den 70er Jahren, Säge des Todes, sehr klingender Name, war aber wirklich sehr witzig mit ihm gemeinsam diese Arbeit zu machen und das werde ich sicher nie vergessen. Ja. Wunderbar, herzlichen Dank an Stefan Kaiser, großen Applaus. Und ich möchte Ihnen jetzt ein weiteres Mitglied unserer Jury vorstellen. Jolanta Mabika.
Frau Wapichowski, Sie sind IG-Kulturpreisträgerin. Können Sie uns kurz erzählen, um welchen Preis es sich dabei handelt und wofür Sie diesen bekommen haben? Ich habe den Preis 2010 bekommen und es war Innovationspreis. Ich habe früher sozusagen einen neuen Stil entwickelt, kann ich da als verdientes Theater. Und ja, und habe ich den Schulpreis bekommen. Und das etwas anderes ist, also es war kein Theater, es war kein Film, also etwas dazwischen. Also das heißt, dass so wie in diesem Film noch, dass die Dialoge sind eher theatralisch, aber es ist auch gefilmt. Aber jetzt habe ich mich umgestellt und jetzt, also das war eine Idee, da ich niemals die Titel von Filmen merke. Und ich habe ein Stück inszeniert im Ragnarhof, über Glück hat das geheißen. Und da Material ist einfach irrtümlich, habe ich gelöscht. Und dann habe ich mir gedacht, dass wenn ich irgendwie einen Film mache, wenn das da Titel passt, werde ich dann so nennen. Und dann so ist die Idee entstanden, da ich nicht gut Deutsch kann, wusste ich nicht, dass das keine Substantiv von, also überglücklich, gibt es aber, dass kein Überglück gibt, ja. Und dann sind dann die Titel entstanden und so ist, ich glaube, 6 Filme, das mit Iba. Und mit dem letzten Film, was ich in Österreich gedreht habe, der weder Trailer noch Film, also Film ist gelaufen auf Austernfestival und es ist noch auf 4 andere Festivals gelaufen. Bei einem Festival hat der Schauspieler, der Wolfgang Wolf Daniel Hoffmann, den Preis gewonnen und jetzt läuft er noch auf einem Festival von England und wird ein Tag, das Online-Festival, ein Tag wird man den Film sehen können und da werde ich den posten. Das heißt Frosch, Schenkel und Prinzen. Ja, und jetzt werde ich, 3 Filme habe ich in Polen gedreht, wo ich da auf der Filmakademie war, weil ich in Wien Theaterwissenschaft studierte, also ohne Film nur Theater und habe ich da einfach, ja, ich stecke noch immer im Theater. Und jetzt drehe ich im Sommer einen langen Film wieder, es geht um Homosexualität, also Kritik an die fanatische, also fanatisch-katholische Mutter, als sie erfährt, dass ihr Sohn homosexuell ist, macht sie ihm so fertig, dass er Selbstmord begeht. Das ist eine echte Geschichte, was ich in Polen gehört habe und aus dem habe ich ein Drehbuch verfasst, zusammen mit Marcel Masson, einem Freund von mir, der homosexuell ist, weil ich mehr Informationen brauchte. Ja, und so kommen weitere Filme. Und das ist nämlich sogar schon Ihr 40. Film. Also Sie nein, jetzt, ist, jetzt ist, wird 42. Inzwischen sind 2 noch. Kurzfilme gewesen, ja, aber... Super. Einen großen Applaus an Jolanta Wapichowski. Und jetzt möchte ich Ihnen ein weiteres Mitglied unserer Jury vorstellen. Jetzt bekannt aus unzähligen Kabarets und Filmen und wenn wir jetzt alle aufzählen, wird wahrscheinlich das Mikrofonständer wieder zusammenbrechen. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Bühne, Film, Fernsehen? Was ist Ihnen persönlich lieber? Boah, das ist eine Frage, die ist mir noch nie gestellt worden. Was jetzt echt nicht, was ich sagen soll. Naja, nein, es ist, Unterschied ist eigentlich kaum. Also es ist auf der Bühne kannst du einfach spontaner sein und einfach
größer spielen und es ist authentisch, naja, authentisch ist, so ist es im Film auch sein natürlich, aber der Unterschied, der richtige Unterschied ist, dass du vor Publikum einfach direkt Zuspruch bekommst. Ja, wenn du auf der Bühne bist und du allein ein Kabarett machst und du bekommst die Reaktionen von den Leuten, dann weißt du, das ist nur für dich. Und das, was du gibst, kriegst du auch wieder zurück, die Energie. Und beim Film ist halt der Unterschied, dass du eine Szene wiederholen kannst, wenn es der Regisseur die Zeit erlaubt. Leider werden die Zeiten ja immer kürzer und die Drehzeiten, und man muss immer mehr an einem Tag drehen. Da bleibt oft keine Zeit für Wiederholung. Vor allem, wenn der Schauspieler sagt, jetzt machen wir das nochmal, ist es eher selten möglich. Aber ja, und das Schöne ist, dass du da halt, wenn du in einer Serie auch noch bist, dass du eine Rolle entwickeln kannst und dass du eine Rolle leben kannst und genauer spielen kannst. Und wenn die Kamera groß auf dein Gesicht ist, dann sieht man auch, das, was du fühlst und was du spürst. Und auf der Bühne kannst du vielleicht ein bisschen drüber schummeln, aber im Prinzip ist vom Spielen her kein Unterschied. Aber mir taugt am Film und an einer Serie halt irrsinnig, dass man sich in eine Rolle richtig einleben kann und dass man so Szenen spielen kann, wie da bei den Lottosieger. Das wirst du im echten Leben, also wird mir wahrscheinlich nie passieren, dass ich einen Sechser habe. Und schade eigentlich, bei 13 Millionen, das war schon geil. Aber sich zu überlegen oder aus dem Bauch heraus, also bei mir ist eher immer aus dem Bauch heraus, ich habe halt genug, eine Szene zu spielen, das haben wir nur einmal gemacht. Also das hätte ja kein zweites Mal hingebracht. Das haben wir zum Glück, glaube ich, mit zwei Kameras gefilmt. Und ja, und das, sich einfach darauf einlassen und das spüren und dann passt es auch, dann ist es einfach was ist nicht Schönes. Und eben eine Rolle oder Figur in einer Serie zu leben und einfach unterschiedliche Situationen zu spielen, also zu dürfen, ist einfach lässig und das taugt man. Das machen wirklich wahnsinnig viele. Im Herbst gibt es die Neuaufführung von Flotter Vierer. Nächstes Jahr starten sie dann ihr neues Kabarettprogramm mit Roman Gregory von Altbottles. Ja. Und da ist jetzt die goldene Frage. Novak, Gregory, was können Sie uns jetzt schon drüber sagen? Nichts lasse ich nicht gehen. Naja, wir sind jetzt gerade am Schreiben und wir versuchen uns zusammenzuraufen. Das wird wahrscheinlich auf der Bühne auch so sein. Wir kennen uns, wir haben beim Kottern miteinander gespielt. Im Rabenhof-Theater, also nicht im Film, im Fernsehen. Und ich wollte einfach wieder mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, weg vom Solo und mit wem anderen was machen. Und eben einer, der kommt nicht vom Kabarett, der kommt von der Musikseite und hat aber auch schon gespielt. Und ja, und wir schreiben jetzt das Stück oder das Kabarettprogramm und es ist sehr spannend. Wir streiten viel, wir raufen uns zusammen, also wir sind wirklich sehr unterschiedlich vom Typ her. Aber wir haben zwei Töchter, mit denen, also durch die wir auch wieder mehr zusammengekommen sind. Und das ja, wird ein spannendes Projekt, auf jeden Fall. Super, vielen Dank an Reinhard Novak. Danke. Jetzt darf ich Ihnen noch ein schönes Lied vorstellen. Weltstar, dank ihrer Auftritte in Filmen wie Das Boot, Schindlers Liste und Underworld. Aber da tun wir immer schwer bei diesem, sie sind Weltstar oder Star oder so. Starfilm, das ist so. Von meiner Schwabiliske, die Firma. Aber Weltstar, ich tue mir wirklich schwer mit dem Begriff. Ich kann es mir nämlich vorstellen, ich wollte Sie auch eben fragen, wie das für Sie ist, dass Sie immer auf genau das, auf genau diese Filme angesprochen werden, wo Sie schon in über 150 Produktionen mitgewirkt haben und zum Beispiel die Auszeichnung als bester Schauspieler beim Mistfest 1989 in Italien. Mysterious Film Festival, nicht Mistfest. So, und der böse Blick geht jetzt in diese Richtung. Es steht mit Y. Ich hoffe, das ist die offizielle Abkürzung. Ja, aber
Aber Sie haben die Auszeichnung für die Hauptrolle in dem Film ES bekommen und dabei unter anderem Ben Gazzara, John Hurt und Kiefer Sutherland ausgestochen. Soll vorkommen. Würden Sie viel lieber über diese Produktion, über diese Erlebnisse sprechen oder doch eher über die Blockbuster, über die großen? Was willst du denn hören? Sie haben Independent-Filme gedreht, Sie haben große Filme gedreht, was sicher für einen Schauspieler ganz andere Anforderungen mit sich bringt. Wie gehen Sie damit um, von Hollywood zu kleineren Produktionen zu wechseln? Ja, das ist derselbe Unterschied wie einen Film zu drehen, auf der Bühne zu stehen oder vielleicht Kabarett zu machen oder eine Lesung zu machen. Du drehst mal, spielst mal auf einer großen Bühne, dann mal auf einer ganz kleinen Bühne und überall gibt es feine Unterschiede. Das ist ähnlich wie Reinhard schon gesagt hat vorhin. Es ist schon immer ein feiner Unterschied und das macht aber Spaß. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe auch deshalb sehr darauf Acht gegeben, nirgends auf Dauer engagiert zu werden, was nicht immer sehr leicht war, weil halt auch ein ganz wichtiger Faktor, nämlich der Sicherheit, der wirtschaftlichen Sicherheit in meinem Leben, damit wegfiel. Aber das war es mir einfach wert, oder es sollte mir das wert gewesen sein. Oft habe ich darunter gelitten und ganz oft habe ich mich darüber, über diese Unabhängigkeit eben gefreut. Aber ich werde es jetzt nicht von mir verlangen, dass ich euch erzähle, worin ich den Unterschied empfinde, ob ich vor einem Publikum spiele, dem ich in die Augen sehe, oder vor einem Publikum, das ich nur spüre und ansonsten nur geister- und schemenhaft da ist, weil die Einstrahlung der Scheinwerfer auf einer großen Bühne so groß ist und der Orchestergraben so weit, dass das Publikum in weiter Ferne zu sein scheint. Ich kann es euch nicht erklären, es sind Gefühle und ich finde, dass die Gefühle, die lasse ich bei mir. Gibt es aber trotzdem ein Projekt, auf das Sie ganz besonders gerne zurückblicken? Es ist schon klar, dass das Boot für mich der Startschuss war. Aber, und das liegt ja auf der Hand, ja, das sind viele tragische Dinge, die da passiert sind, nicht nur beim Drehen auch, aber vor allem auch mit mir, weil man wird plötzlich typecast und dann kommst du halt drauf, die engagieren mich nur noch für solche Rollen. Ich war sehr überrascht damals. Aber nichtsdestotrotz, nach 30 Jahren, wenn man dann der U-Bahn noch drauf angesprochen wird, ist das schon auch toll. Früher hat es mich sehr geärgert. Aber der allererste Film, den ich gemacht habe, sollte sich herausstellen, ist ein Weltfilm. Und ich habe dem Reinhard eigentlich meine ganze Filmkarriere zu verdanken, der mich und den Christoph Walz übrigens auch in unserem beider ersten Film engagiert hat. Der Einstand 1977, eine Geschichte von Bernhard Wolf Gruber, die in die Lehrjahre heißt eigentlich, in dieser Trilogie. Diese drei Filme sind alle, also die drei Bücher sind alle verfilmt worden, später von Peter Gegelwitz noch und Axel Corti. Und Reinhard hat mich ins Filmgeschäft gebracht überhaupt. Und ich bin ihm für diese Rolle sehr, sehr dankbar. Und diese Rolle ist auch eine der wenigen, die ich mir wirklich mit Freude anschauen kann. Wenn ich diese Rollen sehe, tut mir nicht leicht, mich selber zu sehen, so, vor allem wenn es emotional wird. Ich kann mich dann wohl an die Emotionen erinnern, die ich mir damals hervorgerufen habe. Aber es ist auch für mich ganz schwer, das noch einmal nachzuvollziehen oder überhaupt nachzuvollziehen zu wollen. Weil das schon solche Filme zu machen und auf Dauer zu machen, ist schwierig. Da halte ich es mit Werner Herzog, man sollte nicht zu viele Filme drehen. Und was ist Ihr aktuelles Projekt? Wenn ich das wüsste. Nein, zurzeit, wir werden ab 30. Juni zu Ebener Erde im ersten Stock im Schloss Rotmühle in Rannersdorf bei Schwechat aufführen. Regie Peter Gruber, der dort das 46. Jahr, man höre im Staune, das 46. Jahr Johannes-Treu inszeniert, heuer. Das sind die 46. Johannes-Treu-Spiele Schwechat. Freue ich mich schon sehr drauf, im Herbst einen amerikanischen Film fertig synchronisieren, einen anderen fertigstellen und einen anderen
Nein, wir sagen, wie kann ich es irgendwie drehen? So. Vielen Dank an Erwin Leder. Jetzt ein weiteres Mitglied unserer kommenden Jury. Seit 1999 sind Sie Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt, bekannt aus Film und Fernsehen, sind 7-mal für die Romy nominiert, haben 2017 sogar den Berufstitel Kammerschauspielerin verliehen bekommen und Sie haben auch schon Regie geführt. Ist das Ihrer Meinung nach ein logischer Schritt einer Schauspielerin, auch irgendwann mal mehr oder weniger sein eigener Boss sein zu wollen und Regie zu führen, oder woher verspürten Sie den Wunsch danach? Gute Frage. Also ich glaube, logischer Schritt ist es keiner. Aber wenn man so lange mit dem Metier beschäftigt ist, dann kommt irgendwie manchmal auch der Wunsch, nicht der Boss zu sein, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern wenn man Schauspieler ist, ist man natürlich immer so ein bisschen in den Händen von anderen Menschen, von Autoren, von Regisseuren, von Produzenten, von vielen Umständen, und irgendwann hat man dann so das Gefühl, dass es doch auch schön wäre, seine eigenen Fantasien umzusetzen und auch, ich fand es auch so, meine Stimmung zu machen. Also ich wollte dann auch so gern sehen, wie das ist, wenn ich als Regisseur eine Produktion mache und so bestimmen darf, wie die Atmosphäre in der Theaterproduktion ist, und wenn ich mit den Schauspielern arbeiten darf und wenn ich sagen kann, wie die Ästhetik ist und was meine Inhalte sind. Das war irgendwie so, glaube ich, das, was gewachsen ist. Und derzeit kann man Sie in einem aktuellen Stück All About Eve sehen, zu dem der Kurier schreibt, ein Fest grandioser Schauspielerinnen. Was können Sie uns über das Stück erzählen? Es ist, was vielleicht hier interessant ist, einfach ein Drehbuch eigentlich. Also das ist ein alter Film mit Bette Davis und Anne Baxter, vielfach Oscar prämiert. Und Christopher Hampton hat dazu ein Bühnenstück geschrieben, auch interessant, dass heutzutage sehr viele Filme für die Bühne adaptiert werden, und ist halt so die Geschichte über das Theater, über Schauspieler, die ihren Platz suchen, und eine, für mich sehr interessant, eine alternde Schauspielerin, die irgendwie so nicht mehr so ganz so angesagt ist, und plötzlich steht die neue, ganz junge da, und die hebelt die irgendwie so mit links aus, und sie muss so ihren Platz finden. Wunderbar, vielen Dank an Sandra Czerwig. Danke. Und ein letztes Jurymitglied ist heute noch anwesend, und eine Vorstellung haben wir noch. Bitte schön. Filmografie findet man erfolgreiche Filme wie Eisenstiel 8 oder Fernsehserien Kaisermühlenblues. Und es ist aber auch, wenn das Thema ein ähnliches ist, alleine von der Länge, von dem Format, das man zur Verfügung hat, ja, anders zu arbeiten für Film und Fernsehen. Wie sehen Sie da einerseits den Unterschied, und haben Sie doch einen persönlichen Favoriten, wo Sie sich mehr zu Hause fühlen? Beim Fernsehen ist, finde ich, interessant, eine Serie, weil man da eine lange Geschichte erzählen kann. Man kann Menschen, Schauspieler von mehreren Seiten kennenlernen, und man kann, also das kann man bei Einzelfilmen weniger. Und früher, als wir angefangen haben, für Fernsehen zu arbeiten, war das Casting so klar. Mittlerweile ist es ja fast schon Kinodimension, also wenn man nahe genug dran sitzt, auch die Akustik beim Fernsehen ist sehr gut, sodass heute der Unterschied zwischen Kino und Fernsehen überhaupt nicht mehr so groß ist. Aber trotzdem mache ich für Fernsehen lieber Serien, und Kino hat die Einzelfilme. Im Theater mache ich auch ganz gerne. Und Sie haben jetzt Ihre eigene Produktionsfirma, die schon angesprochen wurde, die Starfilm GmbH. Jetzt ist gut, das sind schon 15 Jahre so. Und welche Projekte werden Sie in der nächsten Zeit realisieren? Was haben Sie da im Petto?
Ach, das hängt nicht von mir ab. Das hängt immer von denen ab, die mir Geld geben. Das ist das Problem. Und da sind wir sehr knauselig oft. Und vor allem gibt es die, die das Geld hergeben, haben oft nicht die Nase für das Richtige. Das merkt man ja, wenn man ins Fernsehen schaut, glaube ich, ganz deutlich. Und, aber, aber solange die Politik bestimmt, wer dort sitzt, wird sich nichts verbessern, glaube ich. Also, das heißt, es müssen Jury-Fachleute sein, die die richtigen Leute dort hinsetzen, wo sie hingehören. Aber das wird nicht so schnell gespielt. Unter der Regierung sicher auch nicht. Naja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt einen Roman geschrieben, weil es sind 200 Jahre Stille Nacht dieses Jahr. Also, es ist ein österreichisches Lied, das ich erfunden habe, was die Amerikaner nicht glauben, weil die glauben, dass es von denen kommt. Das habe ich in einem Roman geschrieben, der wird vielleicht, wenn ich es ganz finanzieren kann, verfilmen im nächsten Jahr. Heißt Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte. Kommt im September kommt der Roman heraus. Weiß, dass nachdem mir das Fernsehen so auf den Geist geht, habe ich versucht, den Internetfernsehen selber zu installieren, wo der Beginn ganz gut ausschaut. Und wir werden sehen, was sich so im Laufe eines Jahres dann entwickelt. Und dafür würde ich dann gerne versuchen zu produzieren, weil mir auch die Einmischung, die von oben kommt, oben meine ich jetzt auf Fernsehen, die Redakteure und Fernsehspielchefs, die auch glauben, dass sie als besser wissen, besonders im deutschen Fernsehen ist es extrem, da mischen sie sich bis zur die Schulfeier, was die Schauspieler anziehen sollen, also, und das behagt mir nicht mehr. Und daher merkt man auch die Gleichschaltung der Programme, und da tut es ganz wohl, wenn man mal das anders sieht, was nicht so hineinpasst in das Übliche, wie zum Beispiel die Vorstadtleiber. Nein, das passt, das ist was anderes. Das ist was Neues für die Anteil, das meine ich jetzt. Also, gut, also so sehe ich das. Also, daher, was mache ich lieber? Lieber mache ich was anderes. Und du bist auch in einem Alter, wo man sich leisten kann. Vielen Dank an Reinhard Schawinski. Und nachdem der letzte Juror, Christian Spatzek, kurzfristig absagen musste, wird's jetzt ernst. Wir beginnen mit dem Höhepunkt des heutigen Abends, mit der Preisverleihung, zuerst einmal mit der Bekanntgabe der besten und beim Publikum beliebtesten Filme und dann schauen wir uns die Jurypreise an. Bevor wir beginnen, möchte ich auf jeden Fall noch einen riesengroßen Applaus für alle Filmschaffenden der 17 heute hier gezeigten Filme her. Da haben wir wirklich tolle, abwechslungsreiche Filme gesehen, aber alle Preisträger, die jetzt Preise entgegennehmen, bitte ich maximal zu zweit auf die Bühne zu kommen, um nach der Verleihung ihrer Preise das Statement auf ca. 30 Sekunden zu beschränken, weil sonst macht der Mikrofonständer nicht mehr mit. Ich sehe, die Filme sind auch tatsächlich schon ausgezählt. In der Begleitung von unserem Security kommt Festival-Koordinatorin Monika Mimikowitz nach vorne. Und ich muss jetzt einmal ganz kurz das Mikrofon auf Stumm schalten, weil natürlich das Ergebnis des Publikumsvotings, das kennt noch der Robert nicht, das kenne ich nicht. Schauen wir mal. Den dritten Publikumspreis überreicht jetzt Stefan Kaiser. Darf ich Sie zu mir auf die Bühne bitten? So, der dritte Publikumspreis
geht an einen ganz besonderen Kurzfilm, den wir heute gesehen haben. Und der Name ist irgendwie Programm auch für den Genuss, den wir heute wahrnehmen durften, zum Wohle aller. Bravo! Wunderbar. Weiter geht's mit dem zweiten Publikumspreis und den überreicht jetzt Jolanta Wabichowski. Also der zweite Publikumspreis bekommt der Film, Kurzfilm, Exzessiv. Natürlich bei meinen Freunden, die was mir da wirklich unterstützt haben. Und ja, ich fasse es nicht. Und ja, ich danke. Und der Gewinner des Publikumspreises, der beliebteste Kurzfilm beim Publikum des BSL Kurzfilmfestivals. Wer das ist, das verrät uns jetzt Reinhard Novak. So, hier damit. Das gefällt mir sehr gut, weil das war auch mein Favorit. Ich habe mir auch einige Filme angeschaut und habe meine Stimme abgegeben. Und für mich war das auf jeden Fall ein Film, wo super gespielt worden ist, die Geschichte war sehr gut aufgebaut und ist so ein Crossover-Film und Theater und ja, ein paar werden es vielleicht schon wissen, welcher Film gemeint ist. Soll ich die Spannung noch erhöhen? Naja, der Film heißt Fucking Drama! Herzliche Gratulation! Du bist der Regisseur, oder was? Nein. Ah, nicht? Einer der Darsteller. Ah, ja, genau, ja. Ist schon länger her, also ich merke noch, sind die Wiesen nicht schlecht. Ja, super gemacht, ja, wirklich. Danke. Viel Spaß mit dem Preis. Achso, da kommt der Kaffee auch. Ja, das ist ja ganz schön schwer. Bist du der Regisseur? Der Cutter, okay. Der Regisseur ist mit dem Saunaclub auf in die Berge fahren müssen. Das ist die Wahrheit. Im Saunaclub. Ja, das ist sehr schön, ja, wunderbar. Cool. Na, viel Spaß. Vielen Dank. Also,
wir haben diesen Film, glaube ich, vor 2 Jahren, vor 30 Sekunden, stimmt das? Ja. Okay, ich schaue es. Wir haben diesen Film vor zweieinhalb, drei Jahren gedreht und mit ganz viel Unterstützung zu denken und so weiter. Und wir hatten wunderschöne 3 Tage gemeinsam und wollten einfach nur eine ganz verrückte Geschichte gemeinsam erzählen. Und hier wurde auch schon viel über den Spirit von Film und Theater gesprochen und den hatten wir in jeder Sekunde am Set und das war einfach großartig. Unser Kater Sebastian, wie gesagt, Regisseur Michael, ist in der Sauna. Und, aber ich bin jetzt halt hier. Wir auch! Hol dich aus, Sauna! Ich sehe Nein, aber das macht einfach uns Spaß, Filme zu machen, Geschichten zu erzählen und vielen Dank. Nachdem wir jetzt die beliebtesten Kurzfilme des Festivals gekürt haben, kommen wir zu den Beiträgen, die unsere Jury als die besten des heutigen Nachmittags ausgezeichnet hat. Aber bevor wir beginnen, unser Jurymitglied Reinhard Schwabenitzki hat es schon kurz erwähnt, er ist Betreiber einer Streaming-Plattform namens www.nurdein.tv, auf die bis jetzt schon Filmschaffende aus über 80 Ländern zugreifen und alle 3 Jurypreisträger dürfen ihre Siegerfilme ein halbes Jahr lang kostenlos auf dieser Plattform bewerben und auf dem Weg auch mit anderen Filmschaffenden in Kontakt treten. Und im Namen der Festivalleitung bedanke ich mich. Für dieses wirklich tolle Angebot. Und eine Ergänzung, auch die 3 Publikumspreisträger. Das ist noch einmal ein Applaus wert. Vielen Dank. Und natürlich auch jetzt schon viel Erfolg beim weiteren Filmeschaffen. Aber jetzt machen wir weiter mit der tatsächlichen Preisverleihung der Jurymitglieder. Und die Urkunde des 3. Jurypreises wird jetzt Sandra Czernik überreichen. Zunächst, wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht und es war schwer. An alle noch einmal eine herzliche Gratulation. Der 3. Publikumspreis geht an die Werwolf-Kuh. Genau, also unser Festivalintendant Robert Auer wird jetzt die Begründung der Jury vorlesen. Die Werwolf-Kuh, der 3. Jurypreis, geht an einen ganz besonderen Beitrag. Poppig, frech, sympathisch und keineswegs auf den Mund gefallen. Vor allem nicht musikalisch. Mit der Werwolf-Kuh wandert die Auszeichnung für den 3. Juryplatz nach Kärnten. Die Begründung. Die Werwolf-Kuh ist eine charmante Verschmelzung von Musikvideo und Gruselfilm. Ein Gruselfilm sozusagen. Das nicht zuletzt wegen der amüsanten, kurzweiligen Story überzeugt hat, sondern auch wegen der bemerkenswert kreativen und abwechslungsreichen Kamerakunst sowie der flotten Erzählweise große Anerkennung bei der Jury gefunden hat. Kamera, Licht, Ausstattung und Montage ergeben eine raffinierte Umsetzung der Handlung. Ebenso hervorzuheben ist der gleichnamige Song im Kurzfilm, der beweist, dass sich der Werwolf kühn auch kritische Betrachtungen auf unsere Gesellschaft verborgen sein können. Dass das ausgebaute Musikvideo dabei noch das Geheimnis des Bandnamens Smart Acoustics lüftet, rundet das Gesamtwerk auf ungemein vergnügliche Weise ab. Die Jury gratuliert sehr herzlich. Was soll man nur noch sagen? Grusikel haben wir auch noch nicht gehört, das ist super. wir danken recht herzlich. Wir haben damit heute nicht gerechnet, weil es nicht wirklich als Kurzfilm ausgelegt war, sondern eher als, wir haben ein großes Event bei uns in Kärnten und das war sozusagen der Intro-Film zu diesem Event. Und wir sind jetzt aber draufgekommen, dass es recht gut bei Kurzfilmfestivals ankommt, weil wir jetzt doch schon bei einigen vertreten waren damit. Und das freut uns natürlich besonders und ehrt uns natürlich, dass wir da heute diesen 3. Preis von der Jury bekommen haben. Dafür danke vielmals.
Und ja, danke vielmals. Und für die Urkunde des zweiten Jurypreises würde ich ihn jetzt auf die Bühne bitten, wenn er nicht schon da steht, Intendant Robert Auer. Die Urkunde für den zweiten Jurypreis für das BSL Kurzfilmfestival geht an... Maria del Moscerino! Nachdem die Preisträger heute hier nicht im Kino sein können, verlese ich jetzt gleich die Jurybegründung. Der zweite Jurypreis geht an den einzig animierten Film, der heute für das heutige Kurzfilmfestival nominiert wurde. Und das nicht ohne Grund. Hier die Jurybegründung. Der Film ist schlicht und einfach eine Hymne an die Bejahung des Lebens und ein Plädoyer für den scheins unbesiegbaren Überlebensdrang in jedem Lebewesen, egal welche Art und Herkunft und auch wenn es noch so über unlebenswert erscheinen mag. Ein Thema von leider zeitloser Penetranz. Was allen irdischen Lebewesens gemein ist, ist nicht nur der Drang nach Wertschätzung, Achtung und Liebe, sondern auch der unbändige Drang von Geburt an, sich letztlich gegen das Unausbleibliche, den Tod, zur Wehr zu setzen und sich zu behaupten. Letztlich war und ist es auf diese Weise möglich, dass es auf unserem Planeten eine dermaßen große Anzahl und Vielfalt von Leben entstehen, sich entwickeln und entfalten konnte und kann. Schließlich resultiert aus dieser Vielfalt auch die Freude an der Fülle und am Reichtum des irdischen Lebens und macht das Überleben jeder Art sowie eines jeden einzelnen Lebewesens selbst auch erst möglich. Trotz aller Widrigkeiten und Verwirrungen, welche dieses Leben auf absurde Weise mit sich bringen kann, stellt diese animierte Filmsatire in handwerklich klarer und herzlicher, überzeugender Form das Festhalten am Lebenswillen und der Lebensfreude in den Vordergrund. Die Jury gratuliert sehr herzlich. Dankeschön. Du hast schon gesagt, die Preisträger können nicht persönlich bei uns sein, aber sie haben uns eine Videobotschaft zukommen lassen, die wir Ihnen jetzt natürlich gerne zeigen wollen. Guten Tag, mein Name ist Lukas von Berg und ich bin der Regisseur und Animator von Lage del Moscerino. Vielen lieben Dank für diese wundervolle Auszeichnung. Wir freuen uns wirklich sehr. Und mit wir meine ich ganz besonders noch den Filmmusiker Leonard Küssner, der die Arie komponiert hat, und den Producer Oliver Krause, der unter anderem den Text für die Arie geschrieben hat, obwohl er kein einziges Wort Italienisch spricht. Leider können wir nicht persönlich da sein, was echt schade ist, weil wir sehr gerne natürlich unseren Film auf der Leinwand im ältesten Kino Österreichs gesehen hätten. Aber wir hoffen, Sie haben noch einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal an die Jury, vielen Dank an Robert Auer und liebe Grüße aus Deutschland. Und jetzt wird's spannend. Wir kommen zum ersten Jurypreis. Und dafür darf ich Erwin Leder und Reinhard Schwabinitzki auf die Bühne bitten. Ja, ich möchte vorweg einmal sagen, dass wir natürlich also alle Filme gewissenhaft angeschaut haben. Und da waren wirklich beachtliche Filme dabei, sehr, sehr gute Filme, also mehr als heute ausgezeichnet werden. Und das Wesentliche bei so einem Kurzfilm ist, es gibt sicher sehr, sehr gute, viele gute Kurzfilme, die in der Kürze viel mehr bewegen und ausdrücken können, wie viele, viele sinnlose Langfilme. Und das heißt, im Kurzfilm liegt an sich die Würze und daran sieht man auch schon so das Rhythmische, die Begabung eines Machers, was man draußen stehen kann, wie er weitermachen könnte. Und mit der Präzision und mit der Genauigkeit, die man einen Kurzfilm herstellt, wenn man sich darauf auf einen Langfilm konzentriert, dann kann auch der nicht viel schlechter werden. Also so gesehen wünsche ich allen, die hier eingereicht haben und uns sehr, sehr gute Filme gezeigt haben, dass sie auch aber ihren Wunsch erfüllen können und lange Filme drehen können.
Also kurz für mich war es kein Erfolg, mir diese 50 oder 60 Filme anzuschauen. Ich habe die alle sehr, sehr gerne und mit großem Interesse gesehen. Also und das Ergebnis ist das ja Erwin. In diesem Sinne, ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne will ich den Preis der Jury des Breitenseerichtspiel Kurzfilmfestivals 2018 bekannt. Fucking Drama! Vorhin gesagt, es wird nicht geben, dass der Publikumspreis auch einer sein kann, der von der Jury ausgewählt ist. Weil normalerweise sind die Jurypreise eher langweilig. Und das Publikum ist immer wesentlich. So gesehen freut es uns, dass wir das so getroffen haben. Alles Gute. Danke, Operation. Jetzt erst einmal wieder die Begründung der Jury. Die Jury vergibt den Hauptpreis an Fucking Drama. Begründung. Ein wichtiger, spannender Film, der schauspielerisch kaum zu überbieten, mit überraschenden Wendungen und eindringlicher Atmosphäre, höchst intelligent und auf drastische Weise die Frage nach den Grenzen der Freiheit von Kunst aufwirft. Und die Frage, wie weit Freiheit, auch die der Kunst, gehen darf. Ist es legitim, dass ein Publikum vor Ort und live durch die Anwendung künstlerischer Mittel sich unmittelbar und überraschend der Gefahr an Leib und Leben ausgesetzt fühlen soll? Sollen Künstler durch ihre Werke den Eindruck unmittelbarer Gefahr an Leib und Leben in ihrem Publikum veranlassen dürfen, um es in Spannung und Aufmerksamkeit zu verbringen? Sich vorzustellen, dass es Theaterstücke oder andere Werke geben würde, deren Konzept darauf beruht, auch nur einen Zuschauer oder das gesamte Publikum mit artifiziellen Mitteln scheinbar in Lebensgefahr zu bringen, muss spätestens bedenklich sein, wo niemand der anwesenden Künstler und sonstige Akteure wissen kann, ob sich im Publikum etwa Herz-Kreislauf oder neurologisch geschwächte Personen befinden, die beim Erleben des Werkes effektiv Schaden an Leib und Leben erfahren könnten. Bei einem Film oder Gemälde hat man normalerweise die Wahl zu gehen, doch in diesem Theaterstück würde das Publikum gezwungen werden zu bleiben und lebensbedrohliche Situationen zu ertragen. Deshalb muss die Frage nach der Legitimation solcher Art von Kunst berechtigt sein. Jede Geiselhaft durch bewusste, absichtliche Gefährdung von Leib und Leben, auch durch ein Kunstwerk, egal welcher Art, bleibt geiselhaft. Deshalb werden etwa auch Bankräuber verurteilt, wenn sie sozusagen auch nur mit Spielzeugwaffen den Raub echt erscheinen lassen, was ungesetzlich ist und abzulehnen. Gerade in Zeiten, in denen ideologischer Terror vermehrt und auf verschiedene Arten Blüten treibt, erscheint es einmal mehr berechtigt, diese Frage aufzuwerfen. Die Jury gratuliert sehr herzlich. Es gibt sicher wenig Langfilme, über die man so viel reden kann. Ja. 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 Vielen, vielen Dank. Zunächst nochmal zu dem vorigen Preis. Vielen Dank an das Publikum, die hier alle sitzen. Und jetzt auch vielen Dank an die Jury. Es ist für uns Filmschaffende großartig, von solchen Menschen, wie sie hier sitzen und stehen, in Schawinitzki, einen Preis mitzubekommen. Zu wissen, die haben das gesehen, was wir gemacht haben, was wir erzählt haben und das gut gefunden. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet wirklich sehr viel. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Arbeit war eine Gemeinschaftsarbeit von einem wunderbaren Projekt. Wir sind gerade über WhatsApp-Gruppen verbunden und schicken Fotos und freuen uns sehr und das macht einfach Spaß. Vielen Dank. Und damit stehen Sie fest, alle Preisträger des BSL Kurzfilmfestivals 2018. Und ich glaube, es ist trotzdem noch an der Zeit, nicht nur für alle Preisträger, sondern auch für alle anderen eingereichten bzw. heute gespielten Filme noch einmal richtig Lärm zu machen.
ist die Stimmung hier auf dem BSL Kurzfilmfest und damit kann keine andere Sauna auf der ganzen Welt mithalten. Das finde ich toll. Und wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ich bitte jetzt alle Jurymitglieder, alle Preisträger und selbstverständlich auch Nachercheck, Mustafa und sein Team für unser riesengroßes Abschlussfoto auf die riesengroße Bühne. Ich hoffe, ihr habt alle Tetris früher gespielt. Es ist. Wo ist der Festivalkoordinator? Liebe Monika, wir warten auf dich. Wir brauchen da bitte nur Einzelfotos vor der großartigen Plakatwand. Und bei der Konstellation Jurypreisträger und. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Fürs nächste Foto alle Wabikowski und die Vertreter vom zweiten Publikumspreis. Jawohl, fürs nächste Foto Auer, Novak und Vertreter vom ersten Publikumspreis. Geht schon. Ja, passt. Passt. Jetzt bin ich dran. Genau. Auer, Czerwik und die Vertreter von der Werwolf-Kuh. Werwolf-Kuh. Zustiegst. Angst, das ist 1933. Danke. Vor der und dann noch, das wird spannend, Auer, Leder, Schwabenitzki und der Vertreter von Fucking Grammar. Musikvideo bitte. Gut, und ganz zum Schluss noch das Musikvideo. Alexei. Wunderbar. Und damit war es das. Ja, bitte noch eins mit Maracek. Wir wollen auch noch eins. Ja, was ist ein Charisma? Die junge Kollege hat mich schon unter meiner Geschichte.
Wunderbar, ich glaube, das war tatsächlich das letzte Foto und damit kann ich mich nur bedanken bei allen, die da waren, ganz besonders bei unserem Filmvorführer, dem Josef, und Ihnen allen entweder eine gute Heimreise wünschen oder eine gute Anreise zur Aftershow-Party im Pub und das Number One im 3. Bezirk. Das war's, BSL Kurzfilm Festival, gute Nacht. Das war jetzt unser letztes gemeinsames Foto für die letzten. Ich glaube, da wollte noch jemand drauf. Was? Ja, Sie wollten auch noch drauf aufs Foto. Ja, ne, sofort. Ne, das denke ich. Ich wollte erst wieder auf der Aftershow in die Nähe von München. Vielen Dank.